Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Meistens dann, wenn es um Ruin... Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt, naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das Malte erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Machst du Witze? Sie hat mich genug Zeit gekostet, Guillermo. Ich weiß, du magst... Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet.
eine Hexe. Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein, wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Du musst die Kinder irgendwie von diesem Ort wegbringen. Hast du die Hinweise enträtselt?
ist etwas. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mach mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Ja. Da ist das nächste Kreuz. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Ich sehe noch eins. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, Verrat.
Da ist das nächste Kreuz. Alles voll. Ich kann nicht, sieht aus, als wäre hier was. Moment, das kann man drücken. Schon bei meiner ersten Begegnung mit Ángel de la Cruz wusste ich, dass er ein bedeutender Mann ist. Sei Dank. Da bist du ja. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Ach, der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier.
Um mich auf die große Prüfung vorzubereiten, habe ich angefangen, die Gräber und Krypten nahe der Mission zu erkunden. Ich war nicht würdig. Vergebt mir meine Anmaßung. Lara, warst du das? Ja, ich war's. Keine Sorge. Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit! Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein, ich will dir keine Umstände mehr machen.
Und außerdem meint Sarah, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte, ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sarah sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Isa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück. Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt. Ich wusste es, ich wusste es! Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Das hattest du. Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der Hunderte oder Tausende von Jahren verschollen war. Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten... Sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest, die Historie berühren, das wäre... Ich wäre... Kein Wort mehr und halt deine Tanzschuhe bereit.